Yo, Sportsfreunde, das CTE-Update ist endlich da und vieles hat sich bei den Waffen und den Attachments, also dem Zubehör, verändert. Die ganzen Veränderungen wurden im großen Detail auf Simthic publiziert und zwar so detailliert, dass man sie als Laie nicht versteht. Deshalb habe ich mich da durchgearbeitet und die wichtigsten Veränderungen für alle Waffen aufgelistet und in der Beschreibung aufgeschrieben, damit ihr euch das in Ruhe durchlesen könnt. Das ist viel einfacher für euch, als wenn ich hier ungefähr 30 Waffen aufzähle und deren Veränderungen. Sucht also eure Lieblingswaffe raus in der Beschreibung und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare und ich werde versuchen, diese zu beantworten. Im Video werde ich euch erzählen, was es für wichtige Veränderungen sonst noch gab im Bereich Fahrzeuge, Waffenzubehör und welche Waffen sich besonders stark verbessert oder verschlechtert haben. Und welche dadurch jetzt besonders interessant sind und auch mit welchem Zubehör man sie jetzt spielen kann. So, beim Waffenzubehör gibt es große Veränderungen. Der schwere Lauf wurde gebufft. Statt 50% mehr Rückstoß nach oben hatte jetzt nur noch 30% mehr Rückstoß nach oben. Das heißt, die Waffe ist viel leichter zu kontrollieren. Damit ist er sehr interessant geworden und ich werde mir genau anschauen, auf welchen Waffen man ihn jetzt benutzen kann. Ein kleiner Nerf ist, dass er die Genauigkeit beim Seitwärtsgehen nicht mehr so stark verbessert wie früher. Da ist jetzt der Ergogriff besser. Früher waren der Ergogriff und der schwere Lauf genauso gut in dem Bereich. Die Mündungsfeuerbremse wurde stark genervt. Früher hat sie den Rückstoß nach oben um 25% verringert, also mein Viertel. Jetzt nur noch um 10%, also mein Zehntel. Und das macht sie im Grunde komplett nutzlos. Also ich frage mich, warum DICE das so gemacht hat. Ich meine, vorhin war sie, ja, ich sag mal nicht OP, aber sie war mehr oder weniger okay. Vielleicht hätte man gesagt, ja, okay, die Waffe wird dann noch ein kleines Stück ungenauer, wenn man sie drauf tut. Aber jetzt ist sie echt völlig nutzlos. Naja, wie dem auch sei, der Schalldämpfer hat einen dicken Buff bekommen. Viele Waffen schießen, haben jetzt eine höhere Mündungsgeschwindigkeit, also die Kugel fliegt schneller, wenn man einen Schalldämpfer benutzt. Der größte Unterschied bei den Pistolen, da ist die Geschwindigkeit teilweise um 50% nochmal gestiegen. Das nächste ist der Damage Nerf. Der Damage Nerf, der Schadensnerf ist ziemlich heftig. Alle automatischen Waffen machen einen Schadenspunkt. Am meisten leiden darunter Waffen, die schweren Schaden machen, die SKH, die Ace 25, 52 und die schweren MGs, die zum Beispiel die Ace oder die SKH, die brauchen statt drei Kugeln jetzt vier Kugeln, um zu killen. Das macht schon einen großen Unterschied. Das ist eine der größten Veränderungen des CTE-Patches und die Feuerkämpfe werden dadurch tatsächlich länger. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finde. Ich habe da gemischte Gefühle. Schreibt mir mal einfach, was ihr denkt, in die Kommentare. So, jetzt kommen wir zu den verschiedenen Waffenklassen. Sturmgewehre als erstes. Da gab es viele Buffs, zum Beispiel die SZ0815, die F2000, die M1604, die AOG wurden alle gebufft. Der größte Unterschied wahrscheinlich oder die größte Veränderung bei der F2000, die jetzt 40% weniger seitlichen Rückstoß hat, ist also viel genauer, hat jetzt aber 33% mehr Rückstoß nach oben. Diese Veränderung ist ein bisschen komisch. Die Waffe ist jetzt sowas wie eine AEK, würde ich sagen. Fast schon wie eine AEK. Ungefähr gleich so genau, ein Stück ungenauer, aber fast denselben Rückstoß nach oben. Ich fand die Waffe, so wie sie vorher war, eigentlich besser. Ansonsten gibt es eine große Veränderung bei der AOG. Die hat jetzt endlich den nötigen Buff bekommen, den sie gebraucht hat. Seitlicher Rückstoß ist um 30% runtergegangen. Die Waffe ist also viel genauer. Und jetzt darf man auch den schweren Lauf drauf tun. Damit sollte sie jetzt so richtig abgehen. Bei den Karabinern gibt es die größten Veränderungen bei der A91, die jetzt genauer ist als die MTA, was sie früher nicht war, obwohl sie langsamer schießt. Und die SG-5&3 würde ordentlich gebufft, weniger seitlichen Rückstoß, das heißt der Kompensator ist nicht mehr nötig. Und man könnte sogar einen schweren Lauf drauf tun und die Waffe ist jetzt genauer als die ACWR, was sie früher nicht war, obwohl sie langsamer schießt, also derselbe Fall wie bei der A91. Und die Waffe geht jetzt richtig ab. Bei den MGs sieht das Ganze folgendermaßen aus. Die Magazin-MGs, also die leichten MGs, haben einen Buff bekommen. Sie sind jetzt genauer beim Seitwärtsgehen. Dazu gehören die AWS, die Elsa, die QBB, die RPK-74M, die RPK-12 und die U100 MK5. Hier und da gibt es einen kleinen Buff.
Zum Beispiel wie bei der RPK-74M, bei der ist der Rückstoß nach oben um 30% runtergegangen. Sie ist jetzt also Easy Mode, wer also zu faul ist, Rückstoß zu kontrollieren und dafür eine etwas ungenauere Waffe, also im Vergleich zur RPK-12 in Kauf nimmt, der ist damit richtig gut beraten. Bei den DMRs oder DMAs oder DMRs oder wie die heißen, gibt es folgende Veränderungen. Bei vielen gibt es eine erhöhte Mündungsgeschwindigkeit, heißt die Kugel fliegt schneller und die Waffe erhält so ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Einen großen Buff gibt es bei der SVD-12, die hat jetzt 40% weniger Rückstoß nach links und die Kugelstreuung nimmt um 50% weniger zu, das heißt der zweite Schuss ist viel genauer und die Waffe wird somit ziemlich interessant. Ich werde sie hoffentlich irgendwann mal ausprobieren, ich habe mich mit dem erst noch nicht so viel beschäftigt, aber jetzt werde ich denen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit schenken. Die größte Veränderung bei den PDWs, den Nahverteidigungswaffen des Pioniers, ist, dass die PDWs jetzt genauer beim Seitwärtsgehen sind. Also wenn ihr schießt, während ihr seitwärts geht, seid ihr jetzt genauer als vorher. Das ist ein nötiger Buff, den die PDWs dringend brauchen. Ich glaube, sie brauchen noch mehr Buffs. Aber das ist, was wir jetzt bekommen haben. Ansonsten wurde noch die CBJMS gebufft. Die Waffe, mit der, glaube ich, keiner spielt. Ist jetzt aber viel genauer geworden. Könnte also interessant sein. Von den Pistolen wurde die Deagle ordentlich genervt. Sie ist jetzt ungenauer, beziehungsweise hat mehr seitlichen Rückstoß und hat auch viel weniger Endschaden auf Distanz. Das heißt, ihr könnt jetzt diese Headshots nicht mehr so weit austeilen wie mit einer Magnum. Die Magnum ist jetzt Headshot King, denn die ganzen Revolver haben jetzt keine Verzögerung beim Schießen mehr. DICE hat sich jetzt endlich entschlossen, den Spielern das zu geben, wonach sie ein Jahr lang geheult haben. Und ich finde das ziemlich cool, jetzt ist die Magnum wieder spielbar und die Rex ebenfalls, das ist schon mal geil. So Sportsfreunde, das waren die größten Veränderungen im Überblick, schreibt mir doch am besten in die Kommentare, was ihr von den ganzen Veränderungen von dem Patch haltet, wie das Spiel jetzt für euch läuft. Ich werde mir wie immer alle Kommentare durchlesen, obwohl ich nicht alle beantworten kann, weil das System des Kommentare beantwortens so schlecht ist. Aber wie gesagt, schreibt es mir einfach rein, ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.